echter Star Wars-Fan kennt diese Szene aus Episode 5. Achtung, Ionenkontrolle. Feuer! Hut, der Eisplanet, der von den Rebellen als Stützpunkt genutzt wird, wird evakuiert. In Form von diesen Transportern. In der Szene sieht man dann, wie die Transporter von Hut wegfliegen und Ionenkanonen auf die Sternenzerstörer schießen und die Transporter so dem Imperium entkommen. So, das Teil ist jetzt Anfang Mai rausgekommen. Bei Heidelberger Spielverlag tut's vertreiben, ist von Fantasy Flights und ist zum Tabletop-Spiel, oder gehört zum Tabletop-Spiel X-Wing. Und steht schon seit, glaub, bald 2 Wochen bei mir unausgepackt, Schande über mein Haupt. Aber ich habe leider keine Zeit gehabt, den auszupacken oder generell irgendwas Hobbymäßiges zu machen. Und deswegen wird es jetzt nachgereicht. Jetzt ist es nicht mehr so aktuell, aber ich wollte euch auch daran teilhaben lassen, wie ich jetzt das Ding auspacke. So, das Ding ist bis jetzt das größte Modell von X-Wing. Soll noch eins kommen. Eventuell nächsten Monat. Die Tantive 4 wird dann rausgebracht. Wird noch größer sein als dieser Transporter. Bin ich auch sehr gespannt drauf. Und jetzt gehen wir jetzt erstmal zu dem Inhalt. Also hier gibt es dann ein Regelheft, weil dieser Transporter wird nur in epischen Spielen eingesetzt. Also das sind dann, glaube ich, Spiele ab 200 Punkte oder kann auch in einem normalen Spiel als Hindernis aufgestellt werden. Hat dann aber dann wahrscheinlich dann, so wie es aussieht, keine Funktion. Ich habe mich damit bis jetzt auch noch nicht beschäftigt, jetzt genau mit den Regeln. Und auf jeden Fall sind hier auch nochmal 52 Karten dabei, 72 Marker, 2 Flottenbögen, 2 Manöverräder, eine Manöverschablone, 2 bemalte Plastikschiffe, das ist dieser Transporter und noch ein Begleitschiff, ein X-Wing, inklusive Base und Haltestäbchen. So, jetzt packen wir mal das Teil aus und tun es von seinem Folienkleid befreien. Was nur ärgerlich ist immer bei der Geschichte, ich habe jetzt auch schon gehört, dass in manche Läden haben da irgendwie Bestellungen gehabt, 28 Bestellungen und sind leider nur 6 ausgeliefert worden an den Laden und so sind dann halt die anderen halt leer ausgegangen oder haben sich dann anderweitig dann das Teil irgendwie besorgen müssen. Das ist ein bisschen komisch als bei Fantasy Flights, also die kommen als mit der Produktion nicht mehr nach, keine Ahnung, sind schon wilde Spekulationen, warum das so ist. Auf jeden Fall sind meistens die Sachen ruckzuck ausverkauft und werden dann auch, brauchen dann ewig, bis sie wieder dann produziert oder ausgeliefert werden. So. Machen wir mal auf. Gehe ich zuerst mal in den Transporter. Gucke ich mir jetzt erstmal dann den X-Wing an. Das ist jetzt hat jetzt ein anderes Farbschema als der normale X-Wing, der jetzt zum Beispiel in der Grundbox ist oder bei der Erweiterung. Der hat dann hier so eine gelbe Nase und der aus der Grundbox von X-Wing hat diese gelbe Nase nicht und hat auch diese roten, Moment, ich guck grad mal, wie ich es scharf krieg, hier solche roten Streifen nicht, also ist kein großer Unterschied und sieht, ich sag mal, schon neuer aus jetzt, das ist so ein bisschen verranster, so ein bisschen verransterer Stil und das sieht dann schon so ein bisschen sauberer aus, das wird wahrscheinlich auch gut gewartet oder ist auch soll auch dementsprechend zeigen, dass es ein neueres Schiff ist, wo den Transporter beschützt. So, gucken wir uns gerade mal den Transporter an. Hier sind die ganzen Container unten drunter. Finde ich sehr cool gemacht, auch mit, dass die dann farbig sind. Man könnte, also für mich könnte es noch ein bisschen mehr Farbe haben hier. Das dann hier ein bisschen grün, blau, rot, keine Ahnung, kann ich ja bestimmt auch irgendwas noch machen. Kann sich hier das individuell noch ein bisschen den Transporter verschönern.
Hier dann die Triebwerke. Und ja, das ist schon ein richtig großes Schiff. Ich guck kurz mal, wie lang das Teil ist. Also hat ungefähr, ja, 22,5 cm und ist in der Breite so um die 7 cm. Das ist jetzt das größte Schiff, wie vorhin schon gesagt. Und dann bin ich auch mal gespannt auf die Tantive. Die ist ja nämlich noch um einiges größer. Gefällt mir sehr gut, dieses Schiff. Und lege ich es mal beiseite, dass wir uns mal die anderen Sachen noch angucken können. So. Das ist hier alles ein bisschen gestaucht. Da ist die Base. Für den Rebellentransporter. Da kriegt die Schablone für die Base, was man drauflegen kann. Das ist dann hier für vorne und das für hinten. Und es sind dann noch einige neue Piloten, die jetzt noch bei der Erweiterung dabei sind. Hier ist dann Jack Perkins, der ist glaube ich bekannt aus dem Videospiel von X-Wing, Wes Johnson, Tom Wilson und Hobby Clevian. Und dann haben wir hier noch einen Pilot der Roten Staffel, einen Anfängerpilot, Pilot der Roten Staffel und wieder einen Anfängerpilot. So, dann hier ist das Manöverrad für die Rebellentransporter. Und dann ist hier noch Fokus dabei. Muss ich mir mal noch alles angucken, was da jetzt genau, was es genau für Erweiterungen gibt. Jetzt von diesen Markern, was die genau die Funktion haben. So. Und das hier ist dann diese Manöverschablone. Da werde ich dann später mal zeigen, vielleicht wie man die benutzt. So. Muss ich mich auch noch mal ein bisschen einlesen, was das alles zu bedeuten hat. Und hier, das sind glaube ich diese Energiepunkte, wo man dann Manöver ausführen kann mit dem Rebellentransporter. Was auch noch ein schönes Ding ist, was ich gerade gesehen habe, dass diese Regeln auch Heidelberger Spielverlag auch anbietet, frei zum Runterladen auf deren ihrer Webseite. Und so kann man dann auch noch, wenn man jetzt zum Beispiel jetzt mit dem Gedanken spielt, dass man die kaufen möchte, oder wenn man sich unsicher ist, ob man diese Regeln überhaupt mag, kann man sich die Regeln vorher angucken und kann dann entscheiden, ob das was für einen ist oder nicht. So, und da ist noch mehr drin. Das ist dann hier die Base für den X-Wing, für das Begleitschiff. Und das finde ich ein bisschen ungünstig gelöst. Das ist hier das, diese Regeln, die sind, ja, man sieht's. Ein bisschen geknickt, oder da werde ich wahrscheinlich dann heute Nacht über Nacht irgendwie 20 Bücher drauf stellen, dass ich den vielleicht dass ich das Ding vielleicht morgen glatt habe. Aber wenn nicht, kann man es auch auf dem iPad oder auf dem PC lesen, die Regeln vom Transporter, von der Webseite von Heidelberger Spiele Verlag. Ja, das sind dann hier die Regeln. Und noch mehr Zeug. So. Und da
das sind die Missionen, wo man dann, wie soll man sagen, Missionen eintragen kann. Muss ich mir auch nochmal angucken. Das finde ich ganz cool. Da sind jetzt, glaube ich, 3 Missionen dabei, die aufeinander aufbauen. Und ich glaube, die 3. Mission, habe ich irgendwo gelesen, soll 3 dieser Transporter, also soll die Mission vonstatten gehen mit 3 von diesen Transportern. Wenn man Kumpels hat, die auch noch 2 Stück, also wo jeder eine hat, wenn man 2 Kumpels hat, dann ist das sicherlich toll. Wenn nicht, ja, wird man das dann irgendwann mal spielen, wenn wirklich jeder mal so ein Ding hat. So, und das sind hier die Bases. Die Rebellentransporter steht auf 2 Bases. Wird auch abgehandelt von der Front und vom Heck, vom Schaden her. Dann sind es diese Haltestäbchen. Das heißt Haltestäbchen für normale Schiffe. Haltestäbchen für große Schiffe. Sieht sehr stabil aus. Also steht dann auch fest. Sicherlich auf dem Base. Und hier kommen die Karten. Das sind dann die Pilotenkarten von dieser Erweiterung. Gibt es auch nur diese Pilotenkarten, gibt es auch nur jetzt bei dieser Erweiterung. Die sind, glaube ich, beim normalen X-Wing nicht dabei. Und dann ist hier noch die Regelkarte für diese Ionenmarker. So. Wieder schön illustriert, die ganzen Sachen. Und hier sind noch die Schadenskarten. Das sind dann extra Schadenskarten. Zum Beispiel jetzt hier für den Heckbereich. Und hier ist dann die vordere Sektion. So, und das sind die Ausrüstungskarten oder Erweiterungskarten. Da haben wir hier dann die Astromechs R4D6, R2D6 und Vater, Mutter, Tochter, das sind alle zusammen, komplette Familienzusammenführung. Und dann hier Duty Free. Ich lese jetzt auch nicht alles vor, was jetzt von den Karten ist, weil es einfach zu viele sind. So, also sind schon einiges, was man da mitbekommt bei der Erweiterung. Und dann sind hier noch Crewmitglieder und. Ja, also für den Preis, der war, glaube ich, bei 55 Euro, wenn ich mich nicht irre. Manchen hat man sogar für 44 Euro bekommen im Internet. Also mit einem X-Wing noch dabei und zusätzliche Piloten und die ganze Ausrüstung mit dem Transporter. Also finde ich den Preis schon angemessen. So, das war es jetzt soweit eigentlich, was jetzt von der Box ist. Ich werde jetzt noch auf die Base stellen und zeige euch dann gleich, wie das Teil auf der Base aussieht. Der Transporter steht jetzt auf seiner Base und hier diese Haltestäbchen. Besser gesagt, Haltestäbchen sind es jetzt nicht. Das hier sind Haltestäbchen, das sind eher so Halterungsstangen. Sind um einiges größer als jetzt bei einem normalen Modell und soll dann halt auch wahrscheinlich auch demonstrieren, dass das ein richtig großes Schiff ist. Also tut dann halt schon größer wirken mit dem mit der erhöhten Base. Kann ich gerade noch mal rumfahren. Also das Modell finde ich super cool. Wenn ich es jetzt nicht spiele, wird es bestimmt nicht in irgendeiner Box oder so landen. Das werde ich mir in die Vitrine stellen, also das ist für beides gut. Und auf die Tantive bin ich auch noch gespannt, wenn die kommt. Also ist auch heiß begehrt und ist auch seit, glaube ich, 22. Mai ist er draußen. Wird schon in England vertrieben und bei eBay bekommt man sie auch schon. Aber halt als englische Erweiterung und nicht als deutsche Erweiterung. Die deutsche Erweiterung wird dann wahrscheinlich, hoffe ich, im Juni dann irgendwann kommen. Ist ja meistens so, dass wir dann 2 bis 3 Wochen noch ein bisschen hinterherhinken. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen.
mein Unboxing zum Rebellentransporter und dann sehen wir und hören wir uns das nächste Mal wieder. Macht's gut und möge die Macht mit euch sein.